dich mit, die Festung zu bezwingen, mit jedem Zug und Schritt. Es ist ein schöner, leiser Krieg, wo kein Blut fließt, es keine Toten gibt. Schwarz oder weiß, komm und spiel das Spiel der Spiele, kalt oder heiß, Zug um Zug. Schwarz oder weiß, komm und spiel das Spiel der Spiele, kalt oder heiß, Zug um Zug. Gut. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Die deutschen Jugendmeisterschaften melden sich wieder mit ihrem Radio der Schlusssendung, weil wir heute die letzten Runden gespielt haben in den Meisterschaften. Und wie es so Tradition ist bei uns, wir haben unseren Propheten wieder eingeladen. Ja, und ein richtiger Prophet diesmal. Hallo Bernd. Hallo. Ich habe sehr aufmerksam in der Meisterschaftszeit und deine Tagesberichte gelesen und hatte den Eindruck, das ist diesmal eine Meisterschaft insgesamt gewesen, wo die Teilnehmerfelder sehr dicht beieinander lagen. Es hat sich auch gestern noch kein deutscher Meister gemeldet, der es unbedingt werden wollte. Alles ist erst heute entschieden. Ist das so das Kernzeichen der diesjährigen Meisterschaft? Ja, du hast also richtig gelesen. So habe ich es geschrieben und so war es auch, dass wir am Freitagabend eine Runde vor Schluss noch nicht einen einzigen deutschen Meister kennen oder eine deutsche Meisterin. Das ist, glaube ich, nicht so oft gewesen. Es gab zwar einige, die jetzt doch schon sich abzeichneten, aber auch keiner, der jetzt sich eine Niederlage noch hätte erlauben können, weil da in der Regel irgendjemand mit besserer Buchholz noch dahinter lauerte. Also das war wirklich so mit ganz, ganz vielen Führungswechseln, dass da jemand so ganz dominiert. Das gab es also kaum. In der Auftaktsendung hast du uns versucht weiszumachen, dass man grundsätzlich keine Vorhersage machen kann, weil man ja nie irgendwas weiß. Es zählt nichts, Elo-Zahlen zählen nichts, Erfahrung zählt nichts, Favoritenrolle zählt nichts. Das ist vollkommen offen, aber das scheint sich nicht bewahrt zu sein. Wenn ich in Tabellen gucke, sind doch schon oftmals die oben, die man auch erwartet hat. Ich bin ja jetzt kein Statistiker, aber ob jetzt wirklich so oft die Nummer 1 auch wirklich an der Nummer 1 gelandet ist. Das habe ich nicht gesagt. Das ist die Nummer 1 oben, ja oben, oben, oben. Ihr wolltet immer die Meister von mir nicht wissen, wenn ihr mich einfach nur gefragt hättet, wer am Ende oben landet. Dann hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich werden die mit der guten Zahl schon irgendwo auch da oben angesiedelt sein. Aber nee, nee, ihr wolltet ja immer die Meister. Vor der Woche hast du noch gesagt, Edelzahl ist Schall und Ort, die zählt gar nichts. Ob einer 2-4 oder 2-2, das ist vollkommen wurscht. Wir können das einfach ja mal anhand der einzelnen Tabellenstände mal durchgehen. Gut, dann schauen wir gleich mal in die U18. Da ist der Beste auf dem zweiten Platz gelandet. Das ist ja kein Versagen. Das ist kein Versagen, aber wenn man jetzt den Turnierverlauf nimmt, muss man auch sagen, dass er nicht wirklich ernsthaft um Platz 1 mitgespielt hat, sondern jetzt erst gegen Turnierende nochmal da oben angekommen ist. Ja, wobei ja die gleiche Punktzahl und nur ein Buchholzpunkt vom ersten weg, wobei es insgesamt sehr eng gewesen ist, die ersten drei, 6,5 Punkte und insgesamt nur 300 Buchholzpunkte auseinander. Also von daher ist er nicht nur zum Ende oben gewesen, oder? Doch, der hat die ersten zwei Partien gewonnen und danach hat er seine 5 Remisen eingestreut und da war er eigentlich weg vom Fenster und hat eben jetzt in den letzten zwei Runden nochmal gepunktet und ist dadurch nach oben gekommen, aber das ist also für mich dann schon ein Zeichen, dass er natürlich nicht irgendwie völlig untenrum geschwommen ist, aber so ganz, also ich denke mal, dass er selber auch von sich erwartet hätte, dass er hier ein ernsthafteres Wörtchen um die Meisterschaft mitredet. Letzten Endes kann man sagen, dass er sie jetzt entschieden hat, denn es gab ja einen Überraschungsspieler hier in dem Turnier, in dem Jiangling Zhu von der SG Ports, der ein super Turnier zunächst mal gespielt hat und etliche Runden lang an 1 gespielt hat und erst gestern in der 8. Runde dann seine erste Niederlage kassiert hat gegen den Jonas Lampert und damit dann seine Chance eingebüßt hat, noch eben auf Platz 1 einzukommen. Und wer ist denn nun Deutscher Meister geworden? Deutscher Meister geworden ist ein alter Bekannter, Spartak Grigorian, und der hat eigentlich jetzt ja die ganzen Jahre immer deutsche Meisterschaft auch gespielt. Ich erinnere mich, dass er früher auch schon häufig bei WM und EM mit dabei war
Und ja, was jetzt genau dazu geführt hat, vielleicht war es bei ihm die Tagesform. Er strahlt ja immer am Brett eine Bierruhe aus, also dass nichts ihn irgendwie erschüttern kann. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die bei so einem Turnier sehr, sehr wichtig ist. Er hat jetzt hier sehr sicher gespielt. 4 Siege, 5 Unentschieden. Aber die Siege hat er eben, sage ich mal, ziemlich am Anfang eingestreut. Und dann konnte er das Feld so ein bisschen von oben auch kontrollieren. Das ist ihm also sehr gut gelungen. Vielleicht ist er ja auch ein bisschen besser betreut worden als letztes Mal. Weil da hat man ihn oft in Magdeburger Kneipen gesehen. Oh, echt? Ja, in den Magdeburger Kneipen wird er diesmal wohl nicht aufgetaucht sein. Genau. Kommen wir dann gleich zu 18 weiblich. Da scheint mir doch aber auch deine Prognose, dass Favoriten sich nicht durchsetzen, nicht gestimmt zu haben. Aber ich meine mich so ganz vage zu erinnern, dass ich also schon gesagt habe, dass ich da vor der Josephine Heinemann also schon eine ganze Menge zutraue. Und war das nicht sogar so, dass ich gesagt habe, also Josephine Heinemann oder Sonja Maria Blum, das stimmt, das, die würden also jetzt oben stehen und genau die beiden sind jetzt auch auf den ersten beiden Plätzen zu finden. Ja, dann dürfen wobei, wir. Also die Sonja Maria habe ich vor, weiß ich nicht, ich glaube so nach der 6. Runde mal gefragt und da hat die mir schon gesagt, also sie glaubt nicht daran, sie spielt nur noch auf Platz 2. Am Ende hat die Josephine 1,5 Punkte Vorsprung geholt. Und wirklich dieses Turnier total dominiert. Kann man jetzt daraus schließen, dass Sonja Maria nicht die richtige Einstellung hatte? Weil wir hatten ja den Arthur Josipov hier zu Besuch und der hat gesagt, also wenn man mit der Einstellung ins Rennen geht, man will Meister werden, dann hält man das auch durch und würde so eine Situation wie, ach, ich spiele mal nur noch um Platz 2 und ich habe keine Chance mehr, gar nicht wahrnehmen oder gar nicht haben, diese Gefühle. Ich denke mal, dass jetzt man sich ja keine Ziele setzen kann, die nicht zu einem passen. Wenn also die Sonja Maria nun innerlich gesagt hat, okay, also ich sehe, dass so wie die ihre Partien anlegt und so, das einfach deutlich besser ist, dass sie also insgesamt auch mehr drauf hat und in diesem Turnier jetzt den anderen Teilnehmerinnen doch deutlich überlegen ist, das schaffe ich einfach nicht. Dann wäre es ja irgendwo auch blöd, wenn die sich jetzt also total unter Druck setzt, womöglich tote Remisstellungen so lange noch weiterspielt, bis sie also dann am Ende da mit einer Null aus der Partie geht. Da würde man ihr hinterher sagen, was setzt du dir jetzt so ein unrealistisches Ziel? Also das Ziel muss ja auch dann zu mir passen, dass ich mir in so einem Turnier und in einer bestimmten Turniersituation setze. Okay. Können wir jetzt leider nicht vertiefen, weil wir haben noch diverse Meisterschaften. Aber sag noch mal was zur Siegerin. 8 Punkte sind ja eine deutliche Hausnummer. Ja, ich habe auch mir die Partien angesehen. Heute nicht, aber in den übrigen Runden. Und sie ist im Prinzip, also zumindest in den ersten 8 Runden, nur ein einziges Mal wirklich richtig in Gefahr geraten, dass sie da irgendwo wohl erwischt wurde und mit so einem König in der Mitte rumeierte, die Stellung noch von Schwächen wimmelte. Und ich denke, da dürfte sie ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie da also noch mit einem Remis aus dieser Partie herausgekommen ist. Aber abgesehen davon hat sie auch schon im Prinzip in der Eröffnung das Ruder in die Hand genommen, dann manchmal nur einen kleinen Vorteil herausspielen können und dann geduldig einfach immer weiter gespielt hat in der Erwartung, dass da schon noch sich das verdichten lässt und so war das auch. Also wirklich eine tolle Sache, vor allen Dingen auch von der Spielweise her sehr aktiv. Sie hat angegriffen, aber wenn dann der Angriff irgendwo abgeschlagen wurde und dann nur so ein bisschen was rauskam, hat sie auch nicht dann irgendwie dass die Hoffnung sinken lassen, sondern hat sie eben einfach die Stellung gespielt, die auf dem Brett ist. Und sie hat dann wirklich auch ein sehr gesundes Selbstvertrauen, weil gestern Abend habe ich sie gefragt, wie geht es in der Partie ran? Und da hat sie gesagt, wenn ich die Eröffnung überlebe, ist alles gut. Ja. Und das spricht auch für ein gewisses Selbstvertrauen. Auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir mal, was du in der U16 richtig oder falsch vorausgesagt hast. Da weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich gesagt habe. Also jedenfalls wäre das eine These hier. Der Spieler von der Nummer 1, Rofen Vogel, der ist also hier als 9. ins Ziel gegangen. Das, denke ich mal, würde also jetzt die Wahrscheinlichkeitsberechnung vorher nicht ergeben haben.
Der Dimitri Kollas ist hier auf dem ersten Platz. Und der war an zwei gesetzt. Ich habe schon gesagt, dass er also ja auch gerade im letzten Jahr sehr nach vorne gekommen ist. Hier offensichtlich auch eine sehr gute Form mitgebracht hat. Das Turnier war sehr, sehr stark hier besetzt. Ich denke, das ist auch ein Beleg dafür, dass der Rowen hier, wobei man sehen muss, der kann natürlich nochmal, wie ich jetzt sehe, deutlich höher kommen. Da fehlen ja, sind noch einige Ergebnisse offen. Nö, die sind ja nicht offen, die sind beendet. Der Vincent ist ja Zweiter geworden, ja, und der Leonid Savelin ist Dritter geworden. Okay, und der Rowen ist auf welchem Platz gelandet? Der Rowen ist auf dem vierten Platz gelandet. Okay, also das sieht dann schon nochmal deutlich standesgemäßer aus. Eine große Frage war ja auch gewesen, was ist mit dem Experiment hier, Vincent Keimer als sehr junger Spieler schon in der U16 starten zu lassen. Ich denke, der zweite Platz macht deutlich, dass er jetzt auch wirklich in dieses Turnier hier hineingehört hat und dass das Experiment in jedem Fall aufgegangen ist. Ich hatte den Eindruck, dass er am Anfang etwas Akklimatisierungsschwierigkeiten hatte, denn er hat die erste Partie, wo er ja klar favorisiert war, nur mit sehr großem Glück gewonnen, und ist in der zweiten Runde hat er sich dann also auch wirklich eine ziemlich heftige Niederlage eingehandelt. Und danach hat er erst ins Turnier gefunden und am Ende dann doch noch jetzt den zweiten Platz geholt. Nochmal zu dem Rowen Vogel zurück. Mich interessiert immer dieses spannende Thema Schach und Psychologie. Ist das da wieder so eine Situation, dass er vielleicht mit der Favoritenrolle nicht zurechtkam? Weil ich hatte das Gefühl, dass er sich so ein bisschen schon ist ja auch schwer ins Turnier gekommen, ein bisschen aufgegeben hatte, sozusagen den Kampf um Platz 1. Also muss ich gestehen, dass ich jetzt eben die Spieler da im Blick hatte, die jetzt ganz vorne gestanden haben und mir gerade immer, gerade wenn es um Führungswechselpartien anging, und da kann ich ehrlicherweise jetzt, es wäre falsch, wenn ich da jetzt raten würde, was bei ihm eigentlich wohl da im Hintergrund gewesen ist. Ein Thema hat ja der Bundesnachwuchstrainer Bernd Vöckler auch schon mal hier im Rande der Meisterschaft angesprochen, dass die Überlegung ist, ob nicht die Zahlen, die in Deutschland sind, teilweise auch etwas überhöht sind. Dahinter steht die Erfahrung, dass es natürlich sehr unterschiedlich ist, welche Turniere jemand spielt und wo jetzt eine Wertungszahl erspielt wird. Möglicherweise war also jetzt in diesem Turnier der Rowen eher etwas überbewertet, auch mit seiner Zahl. Und es hat ja, aber die Diskussion, die Bernd angestoßen hat, geht doch, glaube ich, eher im internationalen Vergleich. Ja, das stimmt, aber das muss man... international total überbewertet sind, weil in vielen anderen Ländern viel weniger Turniere gespielt werden. In Deutschland müssten sie doch eigentlich eher vergleichbar sein. Ich weiß also, dass der Dimitri ja jetzt im letzten Jahr sehr viel auch gespielt hat und auch sehr, sehr harte Turniere gespielt hat. Er hat also die Deutsche Meisterschaft der Erwachsenen mitgespielt. Und Vincent Keimer hat also auch jetzt für sein Alter ja sehr harte Turniere schon gespielt. Und ich weiß jetzt nicht genau, was der Rowen also jetzt in dieser Zeit alles so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit dem Dimitri Kollas ähnlich harte Erfahrungen jetzt so im letzten Jahr gemacht hat. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Da stecke ich jetzt nicht genau genug drin. Okay, kommen wir zu den jungen Damen mit der Altersgruppe U16. Da gab es die ganze Zeit über einen sehr intensiven Zweikampf an der Spitze mit Nathalie Wächter und Fiona Sieber, die immer punktgleich sozusagen vorangeschritten sind durchs Turnier. Wer hat am Ende die Nase vorn? Ja, am Ende hat jetzt schon fast überraschend Fiona Sieber es geschafft, die also heute gewonnen hat, während die Nathalie heute über ein Remis nicht hinausgekommen ist. Ich habe die Partien ja leider nicht verfolgen können, denke aber nicht, dass sie jetzt irgendwie sich mit irgendeinem Kurzremis begnügt hat. Nee, es war nicht. Vor allen Dingen, weil wenn man sich also die Tabelle anguckt, dann ist das ja, also diese beiden Spielerinnen haben hier eine Klasse für sich gebildet. Die haben also den Rest des Feldes völlig deklassiert. Die haben ja jetzt 8 Punkte, beide. Fiona hat halt die direkte Begegnung verloren gegen die Nathalie, hat aber alle anderen Partien gewonnen. Nathalie hat 2 Unentschieden abgegeben
beide 8 Punkte geholt aus 9 Runden. Das ist wirklich eine ganz immense Leistung. Und die Drittplatzierte kommt auf 5,5 Punkte. Das sind 2,5 Punkte Unterschied in nur 9 Runden, also auf so einer kurzen Distanz. Das ist schon wirklich extrem. Was auch extrem ist, das ist natürlich hier, dass die Theodora Sorokosenko hier am Anfang zwar noch vorne mitgespielt hat, aber irgendwo zwischendurch völlig aus der oberen Tabellenregion verschwunden ist und hier überhaupt keine Rolle spielen konnte bei der Titelvergabe. Da hatte ich ja eigentlich gesagt, dass sie jetzt zuletzt eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung gemacht hat. Die hatte ich ja auch eher deutlich weiter oben erwartet. Ja, die zwei hattest du oben erwartet eigentlich. Ja, Jonas Sieber, genau. Und die Theodora. Und aber die ist auch, glaube ich, noch im Spiel, nur dass die auch schon fertig war. Die kann noch einen kleinen Sprung nach vorne machen. Die ist noch im Spiel. Okay. Also sie hat jetzt 4 Punkte. Also könnte es mit 5 noch etwas glimpflicher ausgehen lassen. Aber du hast recht, da wurde natürlich Inter mehr erwartet. Das ist also jetzt die Nummer 2 der Setzliste. Also wenn sie auf 5 käme, dann hätte sie immer noch 3 Punkte weniger als die Nummer 1. Und das ist jetzt nicht das, was sie unbedingt selber erwartet hätte. Aber es gibt anscheinend auch immer die Möglichkeit, wenn man Platz 4 anguckt, Theresa Peters, an 12 gesetzt, also auch die dann sozusagen das Turnier ihres Lebens spielen. Genau. Das ist immer das Schöne bei solchen Meisterschaften, dass immer über welche von unten nach oben gespült werden. Das stimmt. Das ist erstaunlicherweise ja nicht nur in den unteren Turnieren der Fall, wo die Zahlen noch nicht so gesichert sind. Und auch nicht in den Turnieren. Man könnte jetzt sagen, dass okay, also hier bei den Mädchen, da ist das Niveau eben generell dann nicht so stark und dann kann das, also ist es auch leichter mal für ein Mädchen, wenn die jetzt gerade super Form hat, hier auch nach oben zu kommen. Ich erinnere daran, dass also im letzten Jahr wir sogar einen U18-Meister hatten, den also niemand auf der Rechnung gehabt hatte und der also von ganz unten aus der Tiefe des Raumes da gekommen ist. Und von daher bestätigt das ja nur meine Skepsis gegenüber der Erwartung, die Zahlen würden einem jetzt schon gerade verraten, wie es ausgehen wird. Ja, deswegen hat ja auch Fiona Sieber uns Nummer 1 gewonnen. Jeder pickt sich das aus, was ihm passt. U14, das war ja jetzt ein großes Teilnehmerfeld, da gab es auch Favoriten. Und wie ist denn da ausgegangen? Da muss ich auch nochmal den Raphael bitten, einen kurzen Blick auf die aktuellen Ergebnisse zu werfen. Weil da kämpft der Luis Engel noch um, ja. Der letztjährige U12-Meister. Ja, aber die scheint Remis auszugehen. Das war ein Turmspiel mit Bauer gegen Bauer. Und die schien Remis auszugehen. Sie lief auf jeden Fall noch. Auf die alten Turmspiele sind immer Remis. Richtig, genau. Ja. So, ich gucke. Dann hätte der auch 6,5. Wir gucken einfach mal drauf. Wir haben das ja hier ganz gut, dass wir es immer live erkennen können. So, aber die Sachen sind schon alle ausgegangen. Und der Emil ist deutscher Meister mit 7 Punkten. Vor Samuel Fiebigberg mit 6,5 Punkten. Julian Martin hat 6,5 Punkte. Luis Engels ist Vierter am Ende geworden mit 6,5 Punkten. Und der Tigran ist Fünfter mit 6,5 Punkten. Also ein extrem spannendes Feld. Und wieder eine Nummer 1, die nicht Nummer 1 geworden ist. Das war die Nummer 4, ne? Oder wer ist das? Genau, Emil Schmiedek ist jetzt schnell. Genau, der Emil Schmiedek ist hier als Vierter gestartet. Aber es stimmt, das war also ein sehr, sehr starkes Turnier. Und auch hier haben wir jemanden, der nicht ganz nach oben gekommen ist, aber doch auch ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt hat. Rares Hofmann vom TuS Cosvik. Der jetzt also auch halt ganz vorne in der Nähe der Medaillenränge da jetzt sich aufgehalten hat. Das ist schon auch sensationell. Julian Martin also hat schon gezeigt, dass er also sehr viel drauf hat, aber er hat im Prinzip einzelne Löcher so in seinen Partien gehabt, wo er also erwischt wurde und genau, Blackout. Gestern hatte er ein Blackout, ich glaube, das war Wunschdenken, was ihn also verleitet hat, da ein Springer, hat also im Prinzip einen Springer als Köder ausgelegt und als die Falle dann zuschnappen sollte, stellte er fest, dass also er den Turm, den er da jetzt eigentlich im Visier hatte, gar nicht schlagen konnte. Und da war die Beute weg, aber
das Wild, was man erlegen wollte, war gleich mitgeflüchtet. Und der Dentel war auch der deutsche Meistertitel weg. Und genau, er war jetzt eigentlich gerade ziemlich nah dran gewesen. Nachdem er hatte seine erste Niederlage, die hatte er im Prinzip wieder rausgearbeitet. Auch mit ein bisschen Unterstützung. Oder hat er selber, jetzt muss ich mal überlegen, weiß schon gar nicht mehr genau, weil so viele Partien auf einmal sind, aber ich glaube, er selber war derjenige, der den Samuel Fieberg geschlagen hat. Richtig, hatte, genau. Ne? Und er hat, der Samuel Fieberg hatte nämlich vorher auch ein super Turnier gespielt und ging also in den gestrigen Tag mit Platz 1 rein und hat dann die entscheidende Partie gegen den Julian Martin, die hatte er also, in der siebten Runde hat er die verloren, dann war Julian Martin wieder oben und hat dann gestern eben irgendwo völlig die Objektivität da in dieser Situation verloren und mit, ich sag mal, einem Fehler, der eigentlich auf seinem Niveau, der nicht zu diesem Niveau passt. Also selbst Kramnik hat sich mal einzügig matt setzen lassen, von daher sollte man immer vorsichtig sein mit so Aussagen, das dürfte einem Spieler dieser Qualifikation eigentlich nicht mehr passieren. Aber das war schon ziemlich heftig und ich bin sicher, dass er selber sich am meisten drüber geärgert hat. Ja, da will ich gerade ansetzen. Du bist ja auch Trainer und wie kann man so einen Spieler eigentlich wieder aufbauen? Also er hat sich noch umgekämpft, hat die Kombi wahrscheinlich gespielt und den Punkt schon vor Augen und damit auch relativ dicht am Meistertitel und dann geht alles in die entgegengesetzte Richtung. Wie kann man so einen Spieler für die letzte entscheidende Runde dann wieder so motivieren, dass er das alles verdrängen und vergessen kann? Jetzt wirst du mir wieder Ausweicherei vorwerfen, wenn ich sage, dass das sich so allgemein ganz schlecht beantworten lässt. Es wird natürlich irgendwie darum gehen, dass man versucht, diesen Eindruck jetzt irgendwie zu löschen, dieses negative Gefühl zu löschen. Aber es ist. Ja, wie macht man sowas? Mal so ein Beispiel. Wie kann man was löschen im fremden Gehirn? Das geht ja eben gar nicht, sondern das muss ja natürlich irgendwie selber machen. Und es mag sein, dass also, dafür muss man einen Spieler sehr gut kennen. Es kann sein, dass also man weiß, jemand, der geht am besten erstmal eine Stunde in den Wald und schreit also irgendwie rum, möglichst so irgendwo, wo er keinen stört. Oder es kann sein, dass jemand also irgendwie eine Stunde lang irgendwie sich völlig ausheult und weint oder wie auch immer und erstmal völlig in die Emotion reingeht. In der Regel gehört es dazu, dass man trotzdem diese Partie auch noch mal kurz zumindest nachspielt, was da jetzt so passiert ist. Und auch das Vorherige, was vielleicht dann eigentlich ja schon ganz gut gelaufen ist, noch mal versucht auch ein bisschen in den Vordergrund zu schieben. Wichtig ist ja, dass derjenige am nächsten Morgen wieder als Kämpfer am Brett sitzen kann. Und welcher Weg dahin führt, das lässt sich so allgemein nicht beantworten. Das kann auch durchaus sein, dass man bei dem einen, den kann man vielleicht wirklich ablenken, aber wenn jemand sich nur mal ein Typ ist, der sich nicht ablenken lässt, dann wäre das schon wieder kontraproduktiv. Jetzt, ich habe verloren, jetzt mache ich hier nicht so irgendwie einen auf rosa-rote Welle. Das ist also ein ganz diffiziles Zusammenspiel, da muss man sehr genau darauf achten, was für einen Spieler, was für einen Menschen habe ich da jetzt gerade gegenüber, dass man sagen könnte, naja, also da gibt es jetzt einfach drei Rezepte und eins von den dreien packe ich jetzt aus. Das ist, ich persönlich muss sagen, dass ich dir oft selber nicht erklären kann, warum ich manche Dinge tue. Das ist eine rein emotionale Geschichte. Also wenn wir jetzt in diesem Bereich der Motivation sind, keine Ahnung. Dann können wir also die ganzen Bücher, die am Verkauf dann über Schachpsychologie sind, eigentlich in die Tonne hauen, oder? Weil wenn alles irgendwie etwas anders ist, dann kommt es wirklich auf den individuellen Menschen an. Des Spielers und des Trainers, oder? Also in den Büchern über Schachpsychologie, da steht ja jetzt solche speziellen Rezepte, die behaupten ja auch die Autoren nicht von sich zu geben, sondern da geht es ja eher darum, allgemein auf einer allgemeinen Ebene zu bedenken, welche psychologischen Voraussetzungen sind eben günstig für einen Spieler, welche weniger günstig, vielleicht auch irgendwelche Methoden zu finden. Aber so eine spezielle Sache wie, was weiß ich, kann man natürlich über den Umgang mit Niederlagen sprechen, aber das ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt mir vornehme, jetzt im nächsten Monat eine schlecht verlaufende deutsche Meisterschaft mal aufzuarbeiten und zu gucken, was ich daraus lernen kann, oder ob ich jemanden habe, der am Freitag eins auf die Mütze gekriegt hat und trotzdem am Samstagmorgen wieder als Kämpfer am Brett sitzen soll. Sag doch noch mal ein Wort zu Louis Engel aus Hamburg, weil der war letztes Mal deutlicher deutscher Zwölfmeister, jetzt
im jüngeren Jahrgang 14 und trotzdem in der Spitze. Das scheint mir doch ein recht imposantes Ergebnis zu sein. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er da wirklich eben in einem sehr, sehr starken Feld sich auch behaupten musste. Und heute in der Partie hat er ja auch noch um den Sieg gekämpft und hat alles getan. Ja. Aber der Gegner hat dann einfach wirklich gut aktiv abgewickelt und hat es dann eben gehalten. Hm. Nee, aber das kann ich nur unterstreichen. Ganz offensichtlich hat er eine ganze Menge Potenzial. Okay, gibt es das in der U14 weiblich auch? Das Potenzial? Das scheint wieder meine Favoritin, zumindest vorne zu sein, obwohl ich nicht weiß, wie es da ausgegangen ist. Nein, im Moment ist es so, dass Lara Schulze führt, vor der Jana und der Charlotte Zanatti sind alle fertig. Allerdings spielt eben noch die Frau Annemarie Mütsch, die spielt noch und kann durch einen Sieg dann eben auch noch deutsche Meisterin werden. Und es war eine völlig unklare Stellung, die ich jetzt vor Schluss noch gesehen habe. Also von daher lässt sich da zu dem Ausgang noch gar nichts sagen. Aber da haben wir zumindest irgendwie 1, 4, 2, 3 auf den ersten vier Plätzen. Dann kommt 11, also da scheinen sich zumindest die vorderen Sechsplatzierten auch im vorderen Feld einzufinden. Das stimmt, wobei man, wenn man jetzt das Turnier so nochmal Revue passieren lässt, muss man sehen, dass die Jana Schneider, die ja auch so nach der Zahl nicht nur irgendwie so auf 1 steht, sondern so doch ein bisschen abgehoben auf 1 stand und wo wir noch da ja uns auch gemeinsam daran erinnert haben, dass die jetzt noch vor 2-3 Jahren bei den Mädchen eine Klasse für sich war, sogar vorne bei den Jungen mitspielen konnte. Die hatte also hier erheblich zu kämpfen im Turnier, wird ja jetzt auch sicher nicht Erste werden. Und hat also hier keineswegs, also jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal eben, hat sie es nicht geschafft, so eine dominierende Rolle hier jetzt einzunehmen. Kennst du was über die Annemarie Mütsch, die ja vielleicht deutsche Meisterin wird? Weil ich hatte nur gesehen in den DWZ-Zahlen, ich weiß, das ist etwas interessant, die hatte vor 3 Jahren noch 700 DWZ. Und hat jetzt über 1800 und hat sich stark entwickelt. Also das ist schon extrem. Also ich dazu passt, dass, dann ist das vielleicht entschuldbar, dass ich sage, also ich habe auch von der noch nie was gehört von dieser, vor diesem Turnier. Und dass die also jetzt rasant da nach oben kommt, da muss man jetzt auch mal sehen, ob das jetzt mehr so ein Komet ist, der schnell verglüht oder tatsächlich vielleicht ein Mädchen, was vielleicht etwas später zum Schach gefunden hat, aber dann so ein Potenzial hat, dass die womöglich auch noch weiter sehr stark nach oben geht. Ist das im Mädchenbereich eher möglich als im Jungenbereich? Ja klar, der Widerstand ist geringer, weil also einfach die Anzahl der spielenden Mädchen deutlich geringer ist und von daher ist also klar, dass das bei den Mädchen leichter geht, nach oben zu kommen als bei den Jungen, weil die Konkurrenz bei den Mädchen leider nicht so stark ist. Hast du denn Zahl, war das noch ein Gewinn vorher? Das ist eine Aufnahme. Okay, ich habe das gar nicht mitbekommen. Die Lara Schulze, wie hat die gespielt, Remis oder? Die hat gewonnen heute. Die hat gewonnen und steht im Moment auf 1 und kann eventuell von der Annemarie Mütsch noch überholt werden. Die dann aber gleiche Punktzahl hat. Die hat die gleiche Punktzahl, hat aber die bessere Wertung. Nach der Runde plötzlich. Nach der Runde. Nach der Runde hat sie eine schlechtere. Und nach der Runde hat sie eine bessere. Ah, okay. Also es kann, ist noch spannend. Ja. Okay, gut. Zu der kann man ja schon einiges sagen, weil die hatten wir ja auch angesprochen. Da hatten wir, hattest du ja auch gleich wieder relativiert, weil wir ja gesagt hatten, dass sie ein starkes Erwachsenen oben gewonnen hat oder sehr stark gespielt hatte. Da hattest du ja gleich gesagt, das ist ganz easy, weil Erwachsene spielen gegen Kinder eh schlecht. Aber sie hat anscheinend eine gute Form mitgebracht. Genau, offensichtlich. Okay, prima. Dann kommen wir jetzt zur ganz heißen Altersklasse, der U12. Weil wir ja alle wissen, dass da hier ein Papa sitzt, der da eine Tochter spielen hat. Aber wir gucken erstmal, wer der Gesamtsieger dieser Altersgruppe geworden ist. Genau, und da taucht die Tochter, genauso wie die ganzen anderen Mädchen, die da also mitgespielt haben. Nicht auf. Die Tochter also jetzt hier auf der ersten Seite, taucht die also da noch nicht auf. Da muss man sagen, dass die Mädchen doch in dieser Altersklasse sehr stark abfallen gegenüber den Jungen. Und dass also da doch ein deutlicher Unterschied ist. Also die
Gibt es jetzt ein Mädchen mit 6 Punkten? Hast du das im Kopf? Nein, oder okay, nur mit, nein, genau, mit also Punkten. Im Prinzip, also die deutsche Meisterin hat in diesem Turnier 50% der Punkte geholt. Also Frau Bui hat 6 Punkte. 6 Punkte, habe ich das doch richtig behalten. Also genau, dann also es sind 6 Punkte, also plus 1 gespielt, 6 Punkte aus 11 Partien. Und der Turniersieger Andrej Johann Trifan vom SKLA aus Baden, der hat 9 Punkte aus 11 Partien erspielt. Also das sind natürlich schon Welten, die dazwischen liegen, ganz klar. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal, da waren viele von denen wahrscheinlich noch U10, hat mir da auch schon ein bisschen erörtert. Also es ist manchmal den Alters, ja manchmal als Jahrgänge, wo die Mädchen sehr stark sind und wirklich auch unter die ersten 10 oder die ersten 20 kommen, weil die Jungs oben mitmischen, dann gibt es wieder zwischendurch Jahrgänge, wo es anscheinend doch eine große Schere gibt. Genau. Also da würde ich mal tippen, dass jeder Statistiker das sagen würde, dass das völlig normal ist, dass also je kleiner die Anzahl ist, umso größer ist die Chance, dass irgendwelche zufälligen Ausreißer dabei sind. Wenn ich also 100 Mädchen habe, ist die Chance deutlich geringer, dass da mal eine sehr starke dabei ist, als wenn ich 1000 Jungs habe. Und dann kann es sogar mal sein, dass in einzelnen Jahrgängen mehrere Mädchen auftauchen, die sehr, sehr stark sind und in anderen dann irgendwie gar keine. So ganz zu Ende, jedenfalls nach den Tabellen, die wir hier haben, war es auch noch nicht. Da gab es noch einen Oliver Storck, der noch spielte. Aber der könnte noch 8,5, aber auf 8,5 Punkte kann er noch kommen, damit wäre er Zweiter oder Dritter. Das ist richtig. Ich gucke gerade mal nach, aber der Trifan, der André, ist auf jeden Fall deutscher Meister. Genau, der Zweite hier im Moment, zumindest nach dieser Tabelle hier, Alexander Surovorov von der SG Ports. Der Oliver Storck könnte mit ihm noch gleichziehen und dann wäre es halt wieder die ein bisschen von Glück geprägte Buchholzwertung, die dann den Ausschlag geben würde. Ja, der Oliver Storck, der hat seine Partie gewonnen, ist am Ende Zweiter geworden. Aha. Mit Selbstplatzliste 14, das ist also auch wieder einer, den es dann ein gutes Turnier erwischt hat und den Schwung der Begeisterung nach oben getrieben hat. Ja, das stimmt, wobei da müsste man jetzt nochmal genauer nachgucken, wie groß die Unterschiede dazwischen eigentlich sind, zwischen diesen Plätzen. Wenn das jetzt mal 50, 60 Punkte sind oder so, da weiß man ohnehin, dass das jetzt nicht so furchtbar viel sagt, gerade bei der U12. Denn ansonsten sehen wir, also es ist jetzt hier keiner, der so, ich sag mal so mit Startrang 50 oder 60 da auf einmal unter den ersten 10 Plätzen auftaucht. Aber von den ersten 20, also da sind eben einige hier. Der Simon Lee hat ein super, super starkes Turnier gespielt. Der hat also eine der fantastischsten Partien gespielt, die ich bisher in der U12 gesehen habe, gegen den Mit-Bayern Kevin Tong. Und der war eben hier von 13 gekommen. Dann haben wir hier mit dem Oliver Storck, der von 14 auf Platz 3 gekommen ist. Aber auch Hugo Post, Startrang 18, ist auch hier jetzt zumindest mal bei den Top 10 mit dabei. Da sehen wir das also da schon. Aber kurz danach kommt dann schon Sander Breitzmann mit Platz Rangliste Nummer 43 oder Startrangliste. Das ist schon einer, der das wirklich nach oben gespielt hat. Ja, oder? Genau. Das denke ich mal, ist auf jeden Fall jemand, der hier weit über seinen bisherigen Möglichkeiten gespielt hat. Und warst du mit dem Niveau der U12 zufrieden? War das so, dass wir auch international da mithalten können? International ist sehr schwierig. Ich habe also hier eine Gemenge gesehen. Also es gibt sehr viel Mut. Es gibt teilweise, dass die Leute auch ihre Eröffnungen unheimlich weit beherrschen. Ich habe auch schon ganz gute Endspieltechnik gesehen, aber ob das jetzt wirklich reichen wird, um bei WM oder EM auch mal wirklich mit vorne dabei zu sein, das muss man sehen. Kann man eben da wiederum auch von vornherein so genau nicht sagen. Gut, dann kommen wir zu der weiblichen Gruppe. Wir haben schon gesagt, dass sie insgesamt leistungsmäßig abgefallen ist. Trotz alledem gibt es natürlich auch da einen ersten, zweiten, dritten. Genau, also die, ich sage jetzt mal vereinfachend, Julia Bui, weil Nguokhan, das fällt mir sehr schwer, überhaupt richtig auszusprechen. Die ist alleine schon deswegen ganz verdient deutsche Meisterin geworden, weil die also am Anfang
ganz klar von allen Mädchen das mit Abstand beste Schach gespielt hat. Man hatte den Eindruck, sie könnte tatsächlich mal irgendwo so zumindest unter diesen ersten 20 auch bei den Jungen auftauchen. Und dann hat sie also, nachdem sie einmal irgendwie angefangen hatte zu verlieren, hat sie damit irgendwie nicht mehr aufhören können. Sie hat also eine Niederlagenserie von sage und schreibe 5 Verlustpartien in Folge eingefahren. Und da würde jeder Normalsterbliche denken, also jemand, dem das bei einem Turnier passiert, der kommt überhaupt nicht mehr hoch. Aber nein, sie hat sich aufgerappelt und hat dann die letzten Partien dann doch wieder gewonnen und steht am Ende jetzt mit 6 Punkten alleine auf dem ersten Platz. Und auch völlig verdient. Ja. Aber jetzt, Platz 2. Genau, wo ist der Tusch? Können wir mich mal einen Tusch vom aus der Reiter Regie SV kriegen? Aus Nordrhein-Westfalen. 5 Siege, 1 Remis, 5 Niederlagen. 500 Punkte. Mit vorne Melanie. Genau. Nachher mal müde, ist klar. Ja, ich bin natürlich total begeistert. Kann man nicht anders sagen. Ich hätte auch niemand damit gerechnet. Also von daher toll. Und mehr muss eigentlich der Trainer sagen, weil ich habe sie trainiert, sondern der Bernd hatte sie während dieser Meisterschaft in ihre Fittiche genommen. Ja, und da muss es ja auf jeden Fall auch zu einer Krise gekommen sein, weil mir ist zu Ohren gekommen, dass die Spielerin dich zwischenzeitlich suspendiert hatte als Trainer, weil du anscheinend da irgendwie keine guten Leistungen abgegeben hast. Ja, nee, das hast du auch. Also du neigst dazu, die Dinge irgendwie so ein bisschen, also da ist immer schon ein wahrer Kern drin, aber ganz stimmt tut es trotzdem nicht, was du so immer so sagst. Also in dem Fall ist es so, dass wenn einer suspendiert wurde, war es der Vater. Was der jetzt genau dafür getan hat in dem Moment, weiß ich nicht. Und ich habe irgendwie mal etwas gesagt, da weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr, was es jetzt genau war. Und darauf hat sie mir sofort geantwortet, also wenn du sowas noch einmal sagst, dann wirst du auch suspendiert. Und also scheint ein sehr gutes Trainingsklima gehabt zu haben. Das scheint ein sehr gutes Trainingsklima gehabt zu haben. Papa suspendiert, ja. Und Trainer angedroht, aber trotz alledem. Genau, ich habe jetzt vor allen Dingen habe ich, also das ist jetzt sozusagen also das Sahnehäubchen. Ich hatte ja gestern Abend überhaupt gar keine richtige Zeit für die Vorbereitung, weil ich ja hier auch nebenbei noch im DSJ-Team für die Öffentlichkeitsarbeit bin und mir dann also der einzige karge Lohn ist ja dieses Abendessen in der sehr angenehmen gemeinsamen Runde. Das wollte ich mir dann also auch nicht nehmen lassen, zumal mir also der Vater meiner Spielerin auch noch gesagt hat, ich müsste unbedingt da mitkommen. Und dann hat letzten Endes also die Hauptarbeit der Vorbereitung heute meine Tochter gestern Abend gemacht. Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt nicht doch suspendiert bin und die Melanie sagt, sie will zukünftig jetzt immer mit Anna arbeiten. Es liegt mir auf der Zunge, dass das anscheinend die Lösung ist, auf dich zu verzichten. Denn diese Vorbereitung war ja anscheinend die erfolgreiche. Also, sie hatte ja auch eine Doppel-Null hingelegt vor der letzten Runde. Also auch jetzt im Nachhinein gesagt, muss man sagen, also was da an schachlicher Vorbereitung wir jetzt betrieben haben gestern Abend, das ist absolut nachrangig. Es ging alleine darum, eine Spielerin, die am Freitagmorgen auf Platz 1 der Mädchenrangliste steht, die 2 Niederlagen dann einkassiert, die beide ziemlich brutal waren, die also überhaupt noch mal wieder so hinzukriegen, dass sie jetzt eben heute mit Kampfeswillen und Kampfesmut sich ans Brett setzt. Und für den Vater ist es jetzt natürlich Europa-Weltmeisterschaft steht an. Ja, denn das ist ja immer so, der erste fährt zur Weltmeisterschaft, der zweite zur Europameisterschaft. Ja, das können wir dann im Familienkreis ja noch besprechen. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Und dann kommt deine Tochter als Trainerin mit und dann wird es doch ein gutes Team. Ja genau, ich werde dem Bernd Vöckler das schon mal sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich so sagen, es war ein sehr spannendes Turnier. Von den Mädchen wechselten fast täglich die Ranglisten von 1 bis 5. Und nicht zu vergessen am Ende doch noch die Elisabeth Kublanow, die am Ende Dritte geworden ist. Melanie ist Zweite und Elisabeth Dritte, die beide praktisch einen halben Punkt Rückstand hatten, das Übliche. Die ersten 5 hatten 5 Punkte vor der Runde und da kamen welche mit 4,5. Das übliche System in diesem, wenn man hinten spielt, ist doch vielleicht manchmal etwas leichter, mit 4,5 Punkten statt mit 5 Punkten zu starten. Da kriegt man etwas leichteren Gegner. Und daher vielleicht auch dieses Ergebnis. Okay, dann kommen wir zum letzten deutschen Meister oder den beiden Meistern in der U10. Da haben wir mit der Startrangliste Nummer 2
Alexander Krastev auf Platz 1 und deutscher Meister mit 9 Punkten. Ein Kommentar dazu. Also zu Recht, zu Unrecht? Auf jeden Fall zu Recht. Hier könnte man ganz gut nochmal wieder das so ein bisschen vergleichen. Also wir hatten ja hier einen, der eigentlich nochmal eine deutlich bessere Zahl ins Turnier gebracht hat, mit dem Leopold Franziskus Wagner, der am Ende Fünfter geworden ist, zwischendurch auch mal auf Platz 1 stand. Und was mich jetzt als Trainer auch, ich sag mal, mit Schrägstrich Ausbilder besonders freut, ist die Tatsache, dass ich den Eindruck hatte bei dem Leopold, dem hat also an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen die Furcht überkommen. Der hat also dann auch mal ein schnelles Remis eingestreut. Und der Alexander Krastev, der hier Erster geworden ist, der hat also gestern noch ein, denke ich mal, gar nicht so ganz hundertprozentig klares Läuferopfer auf H7 gewagt und dann im Angriffsstil seinen Gegner besiegt. Das ist also von der Einstellung her natürlich eine super Sache. Und der steht also alleine wegen dieser Einstellung zu Recht auf Platz 1. Aufgefallen ist mir auch der Richard Bethge, der jetzt hier Zweiter geworden ist, der mich fast ein bisschen in der Spielweise ein bisschen an Lasker erinnert hat. Er stand also häufiger mal irgendwie ein bisschen schlecht, aber sobald also die Gegner ihm irgendwo eine Möglichkeit gegeben haben, hat er also gnadenlos zugeschlagen und seine Chance dann auch wahrgenommen. Und der zweite Platz berechtigt sicherlich zu der Aussage, der starke Spieler hat immer Glück. Okay, und ebenfalls aus Hessen, also Hessen hat hier klar dominiert in der Altersgruppe, denn weiter auf Platz 10 ist ein weiterer Hesse, also die scheinen einen starken Jahrgang dazu zu haben. Mal offensichtlich, sehen, wie der sich dann entwickelt hat. Und die Sachsen sind aber auch nicht ganz ohne, mit Platz 3 und 5. Okay, dann kommen wir zu den weiblichen. Da gibt es für mich eine große Überraschung, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Antonia Ziegenfuß ist deutsche Meisterin geworden, obwohl die eigentlich kurz vorher stand, das Turnier abzubrechen, weil sie war krank. Und sogar unser Arzt hatte gesagt, Verdacht auf Blinddarmdurchbruch und solche Sachen und stand schon vor dem Turnierbruch. Und dann sich nochmal aufzurappeln, das finde ich eine enorme Leistung, ja, für so ein junges Mädchen. Und hat dann auch noch einen Kampflosen dadurch bekommen, weil sie beim Arzt gewesen sind. Also von daher finde ich es auch toll, dass sie sich da durchgesetzt hat. Ich kann mich nur anschließen und finde fast ein bisschen eine Parallele zu der Julia Bui, die ja auch dann zwischendurch eben möglicherweise mit ganz anderen Ursachen da, weiß ich ja jetzt nichts Näheres drüber, die aber auch dann zwischendurch so eine völlige Niederlagenserie hatte und dann irgendwie schon weg vom Fenster schien und die dann eben auch wieder nochmal sich nach oben gekämpft hat. Finde ich also auch eine sehr, sehr starke Leistung. Und Antonia mit ihren 6,5 findet sich zumindest insgesamt auf Platz 24. Das ist noch einigermaßen akzeptabel. Richtig. Und ich denke, sie wäre wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein Stückchen weitergekommen, wenn sie gesund durchgespielt hätte, oder wie schätzt du das ein? Ja, ganz bestimmt. Wobei man jetzt auch wieder sehen muss, da greift natürlich schon auch wieder die Logik des Schweizer Systems, wenn sie also jetzt dann zwischendurch dann mal stärker gespielt hätte, hätte sie auch eben deutlich stärkere Gegner bekommen. Sie hätte dann mit Sicherheit ein sehr viel stärkeres Turnier gespielt, aber das hätte sich nicht unbedingt jetzt auch gleich in 2 oder 3 mehr Punkten geäußert, sondern die Punktausbeute wäre vielleicht nur ein bisschen besser, aber die Gegner eben deutlich höher, sodass man sagen müsste, das Ergebnis wäre dann also auch noch respektabler gewesen. Insgesamt muss ich sagen, gerade dieser Turnierverlauf auch in diesem Jahr bei den U10 und bei der U12 bestätigt aus meiner Sicht, dass die Entscheidung der DSJ, zukünftig die Teilnehmerfelder zu trennen, richtig war. Wenn es einem denn wichtig ist, auch, ich sag mal, so wirklich die besten Spielerinnen im Turnier dann am Ende zu ermitteln und auch zur Weltmeisterschaft und Europameisterschaft zu spielen. Denn ehrlicherweise muss man auch hier sagen, wir haben hier auf dem 5. Platz mit Gesamtplatz 45 im Turnier eine Elisa Reuter und wir haben auf Platz 6 eine Svenja Butenand. Jetzt schauen wir mal, die Elisa, die hat also 5,5 Punkte und eine Buchholz-Wertung von 57,5 und die Svenja ist Sechste. Das ist der erste
sag ich mal, völlige Holzmedaillenplatz, wo man also nirgendwo mehr mit hinkommt. Und die hatten einen halben Punkt weniger, aber die Buchholzwertung sind 65 Punkte. Das heißt, die hat ein völlig anderes Turnier gespielt, weil die eben oben gespielt hat und ist am Ende dann nur auf den Sechsten gekommen und rausgefallen. Und solche Sachen werden also zukünftig nicht mehr passieren. Ja, ja, klar. Und so wie wir bei den Jungs gesagt haben, dass Hessen dominiert, haben wir hier die Situation, dass Thüringen die ersten beiden Plätze belegt. Mit dem wunderschönen Namen Pauline Schmidt, die ist Vizemeisterin geworden aus Thüringen, auch vom Stadt Ilm. 40 Kirsten Siebert freuen, also Schulreferentin, und Jubelsprünge machen zu Hause, die das am Rechner verfolgt hat. Und da ist tatsächlich, auch wenn du dann auf Platz 3 guckst, die hat dann eine Buchholzzahl von 53 Punkten, die hat dann auch ein ganz anderes Turnier gespielt und ist dann ganz schnell nochmal aufs Treppchen gehuscht. So. Genau. Okay, dann haben wir noch die beiden offenen Turniere zum Abschluss der Sendung. Ich weiß nicht, ob da schon was passiert ist. Nein, steht noch nicht fest. Weil da kämpfen seit mehreren Runden zwei Spieler um Platz 1. Genau, Felix Meissner und Hagen Pötsch. Die spielen also, beide haben zwei Unentschieden abgegeben. Sie haben also gegeneinander Unentschieden gespielt und noch jeder ein weiteres Unentschieden eingestreut. Haben ansonsten dann die Partien teilweise nach sehr, sehr hartem Kampf, aber irgendwo immer noch geschafft, die Partien zu gewinnen. Und im Moment ist es so, dass der Felix Meissner vorgelegt hat. Der hat also auch jetzt seine letzte Partie heute gewonnen. Steht auf Platz 1. Sollte Hagen Pötsch seine Partie heute auch gewinnen können, dann würde er auf jeden Fall vor dem Felix Meissner landen, weil er die deutlich bessere Buchholzwertung hat. Okay, und wie schaut es bei der B-Gruppe aus? Die B-Gruppe ist beendet. Da ist Erster geworden der Niklas Thum aus Rheinland-Pfalz. Ebenfalls aus Rheinland-Pfalz ist Estelle Morio Zweiter geworden und Leander Arnold von dem schönen Berlin Dritter. Ja, auch da, zwei von den dreien haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über vorne gestanden und da ist also nur einer, ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig, der muss also heute dann nochmal da aus diesem Trio ausgeschieden sein, die jetzt da einträchtig in die letzte Runde gegangen waren. Da geht es zwar mit den Setzranglistenplätzen auch ein bisschen durcheinander, aber das ist in dem B-Turnier, glaube ich, auch normal, weil das natürlich auch schwächere DBZ-Zahlen sind, die noch weniger belegt sind. Genau. Durch Turnierergebnisse. Ja, gut, damit sind wir durch. Und wie ist jetzt so dein Fazit von dieser deutschen Einzelmannschaft als Leistungssportbeauftragter der DSJ? Hoffnung oder sollten wir den Kopf in den Sand stecken? Wenn ich der Meinung wäre, wir müssten den Kopf in den Sand stecken, würde ich sicherlich nicht jetzt hier auch noch laut aussprechen. Also Spaß beiseite. Die Meisterschaft fand ich also sehr bemerkenswert. Was mir aufgefallen ist, ist also, dass insbesondere in den unteren Jahrgängen irgendwie ein anderes Schach gespielt wird als noch so vor ein paar Jahren. Also ich habe immer kritisiert, dass jetzt auch schon so kleine Kinder irgendwie so viel geschlossene Eröffnungen spielen, dass also die vielleicht E4 Eröffnungen spielen, aber dann zum Beispiel auf E5 dann schnell irgendwie die Bauern auf D3 und D6 landen und so dieses klassische Spiel mit Gambits und so, was immer noch meiner Meinung nach eine wichtige Grundlage bedeutet in der Schachausbildung. Und bestimmte Varianten vom schottischen Gambit, die sind mir hier also ohne Ende begegnet, auch in der Vorbereitung, dass ich gesehen habe, auch Gegner haben so etwas gespielt und sind da am Rumtüfteln und spielen also sehr viel energischer. Das ist aus meiner Sicht ein Hoffnungszeichen, dass also ich den Eindruck habe, irgendwo in der Ausbildung hat sich ein kleines bisschen was getan, wo auch vielleicht die langfristige Entwicklung von Kindern stärker im Blick genommen wird, als so der Versuch mit irgendwo so, naja, so einem rein technischen Spiel irgendwie möglichst risikoarm zum Erfolg zu kommen, dass das also sich ein bisschen verändert. Wenn das so wäre, wäre das ein Umstand, der mir tatsächlich Hoffnung gibt, weil ich immer noch der felsenfesten Überzeugung bin, dass also eine solche Herangehensweise bei Kindern das beste Fundament für eine gute Entwicklung beim Schach nimmt. Also wenn ich das jetzt so, klar, hinterher kann man immer schlau daherreden, aber
Ich erinnere mich, dass also die Melanie ja vor ein paar Jahren hier das offene Turnier zum ersten Mal gespielt hat, als sie eine noch kaum messbare DWZ-Zahl hatte. Und der Raphael mich dann auch teilweise ja mal gefragt hat, sag mal, was für Öffnungen soll ich denn jetzt überhaupt meiner Tochter mal zeigen, wenn die sich jetzt mal ein bisschen mehr für Schach interessieren sollte und so. Und auch da der Rat eigentlich in diese Richtung ging. Und auch wenn jetzt noch nicht alles eben hundertprozentig da aufgegangen ist, dann muss man doch sagen, dass sie also jetzt eine sehr zupackende Art hat, Schach zu spielen und es jetzt eben auch 3 Jahre später tatsächlich mal geschafft hat, jetzt international spielen zu dürfen, wenn der Familienrat denn zustimmt. Genau. Ja, dann weißt du jetzt zumindest auch, warum wir dich immer in diese Sendung einladen, weil wir haben dies eben halt deine Botschaft, dass das Training umgestellt werden muss in offensives, taktisches Spiel, natürlich in die deutsche Öffentlichkeit mit dem Radio hinausgetragen. Und du weißt ja, dass viele tausend Hörer zu Hause sitzen und auch natürlich Vereinstrainer, die wissen wollen, was der Leistungssportbeauftragte DSJ ihnen empfiehlt. Und deswegen laden wir dich immer wieder ein und werden das auch nächstes Jahr tun, falls du Teil der DM bist. Das wird sich auch nächstes Jahr wahrscheinlich erst wieder ziemlich kurz vorher herausstellen. Im Moment ist so, dass ich natürlich sehr gerne wieder mit dabei wäre. Das ist eben immer ein ganz fantastisches Erlebnis hier. Und so dennoch muss man sehen, dass eben bei jemandem, der ja jetzt wie ich das Ganze eher doch auch ein bisschen hobbymäßig betreibt oder alles zumindest absolut nebenberuflich, dass der nun auch in seinem Leben andere Prioritäten haben muss, als unbedingt jetzt hier beim Schach immer auf jeder Hochzeit mitzutanzen. Na, ich denke mal, da werden wir mit Melanie reden müssen. Wie das hat das zu entscheiden wahrscheinlich. Vielleicht nimmt sie auch deine Tochter, wie gesagt, als Trainerin. Ja. Du musst dich jetzt auch, wir müssen Schluss machen mit der Sendung, weil du dich vorbereiten musst auf deinen Auftritt heute Abend bei der Siegerehrung. Da wirst du wieder eine große Rolle spielen, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ist das so? Er soll da kommentieren, habe ich mir sagen lassen. Ach so, na gut, wenn das so ist. Ich wusste gar nichts davon. Ja, also meistens passiert ja irgendwann, dass ich dann während der Siegerehrung erfahre, dass irgendwie ihr jetzt doch mich da wieder auf der Bühne haben wollt. Da ist ja, ich glaube, so langfristig vorher habe ich das, glaube ich, beim allerersten Mal habe ich das gehört, aber naja, dass ich schon ein paar Stunden vor der Sendung Bescheid weiß. Da wir das mitbekommen haben, dass du ja bist ja auch reifer und älter und du schaffst das nicht mehr so spontan zu reagieren, haben wir das deswegen dir das ist schon ganz früher gut gesagt. Genau. Es hätte ja sein können, dass er nochmal wieder einen sehr eloquenten Großmeister irgendwie aufbietet, der dann das eher machen soll, aber... Nee, wir bieten nur Großmeister auf, die laufen können. Aha. Richtig. Okay. Die müssen laufen. Okay. Ja, Raphael, danke. Ich denke, wir sind am Ende. Und zwar noch nicht der DM, es steht noch eine Siegerehrung an, aber zumindest am Ende dieser Radiosendungszeit. Wir haben wieder eine Woche lang die deutschen Jugendmannschaften begleitet. Mir hat Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Wir hatten sehr viel launige und lustige Gäste. Es hat sehr unterschiedliche Gäste vor allen Dingen. Und daher immer wieder gerne nächstes Jahr auch wieder Radio bei der DEM, wo auch immer. Okay, wir sagen wie immer tschüss. Tschüss. Toten gibt. Schwarz.